Herr Hebestreit, ich muss noch mal auf das leidige Thema Cum-Ex und die angeblichen Erinnerungslücken von Olaf Scholz zurückkommen. Die weisungsgebundene Staatsanwaltschaft in Hamburg hat jetzt die Strafanzeige von Fabio De Masi wegen uneidlicher Falschaussage abgewiesen, mit der Begründung, der Sprecher von Scholz habe die Öffentlichkeit womöglich belogen und nicht Scholz selbst. Wenn ich ganz kurz zitieren darf, dass der Sprecher Hebestreit seine Ausführungen gemacht hat, um den Eindruck eines geordneten Hauses zu erwecken. Das heißt, die Staatsanwaltschaft schiebt jetzt den schwarzen Peter ein bisschen ihm zu. Da würde mich interessieren, können Sie da ein bisschen Klarheit schaffen und sagen, wer jetzt mutmaßlich gelungen hat, Sie sich selbstlos opfern für den künftigen Kanzler oder Olaf Scholz selbst? Herr Warwick, wenn ich mal alle Unterstellungen, die Sie in Ihre Frage reingepackt haben, unter anderem der Staatsanwaltschaft Hamburg gegenüber mal weglasse. Habe ich ja zitiert. Nee, Sie haben die Unterstellung gemacht, weil Sie weisungsgebunden sind. Sie wollen ja was insinuieren. Habe ich von dieser Stelle zu dieser Thematik, hier sitze ich als Regierungssprecher und spreche für die Bundesregierung der aktuellen Legislaturperiode, gar nichts beizutragen. Kann aber sagen, dass ich das, was ich Ihnen das letzte Mal oder das erste Mal zu die Frage stellen, dass es jedem frei steht, eine Anzeige zu erstatten und es dann an den jeweiligen justiziellen Apparaten ist, das zu beantworten, weiterhin richtig ist. Noch eine Nachfrage. Sie hatten dem Medienmagazin Der Journalist mal in einem Interview erklärt, dass einer der Grundsätze als Regierungssprecher sei, du darfst nicht lügen. Können Sie uns versichern, dass dieser Grundsatz auch galt, als Sie noch Sprecher von Olaf Scholz waren, als dieser noch das Amt des Finanzministers innehatte? Herr Warwick, das gilt für den Regierungssprecher genauso wie für Journalisten. So, dann hatte ich Herrn Jessen noch mit einem anderen Thema.